Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Wir befinden uns ja hier in Ortstuck, Orkuxt oder irgendwie so. Das nächste Ziel ist die Kräutergrotte. Und dort waren wir schon mal bereits. Wir haben schon mal die Karte. Aber ich möchte gerne was anderes machen. Bevor wir da wieder hingehen. Wir können auch dorthin teleportieren. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Denn möchte ich gerne mal, wie gesagt, was anderes machen. Dafür müssen wir auch trotzdem raus. Und es wurde empfohlen von dem... Ja, es wurde in den Kommentaren empfohlen, dass ich hier, ja, was heißt empfohlen? Es ist schwierig. Es wurde mir gesagt, dass hier genau diese Maschinen sein sollen für die Monster-Arena. Und eins davon haben wir sogar gesehen. Und, ja, es hat sich aber einiges getan. Zwei Leute sind sogar ein Level abgestiegen. Ich war Goldfarm. Zwar jetzt nicht relativ viel. Ich habe ungefähr 62.000 oder 52.000 habe ich auf der Bank gelagert. Eigentlich relativ wenig, ne? Wenn man das so sieht. Aber trotzdem, das dauert jetzt umso mehr. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das hier machen soll. So, dann schauen wir gleich mal. Auf jeden Fall, Jessica ist eine Stufe höher gekommen. Aber sie hat nichts Neues erlernt. Aber der gute Angelo hat was Neues erlernt. Ich muss mich gerade mal überlegen, was das war gerade. Das war Braus. Oder? Tanzbann müsste auch neu sein. Bin gerade am Überlegen. Jessica ist. Also, da ist nichts Neues gekommen. Ne, das ist alles alt. Und hier ist auch nichts neu. Naja, ich habe auf Charisma gegangen. Und ich meine, beim Level Up hat er was Neues erlernt. Ich glaube, Tanzbahn oder Braus war das. Ein von den beiden war das auf jeden Fall. Ansonsten ist der Rest geblieben. So, wenn ich ja schon mal im Menü bin, das ist gar nicht mehr so schlecht, denn ich möchte gerne mich zurück nach Chateau Felix begeben. Denn dort kriegt man einen speziellen, kann man Gegenstand sagen? Ja, kann man sagen, Gegenstand, und man ruft damit etwas und das erhöht meine, ja, Geschwindigkeit auf der Weltkarte. So, das ist, glaube ich, so richtig. Aber wie die Lösung hier ist, das konnte mir derjenige nicht verraten. Das heißt, ich muss sie jetzt selbst herausfinden. So, das heißt, ich muss hier reinkommen. Das werde ich jetzt so lange versuchen, wie es nur möglich ist. Das Gespräch kennen wir ja bereits. Willkommen. Ja. My name's Tom. Ja. But Master Felix is a busy man. I'll have to ask you some questions. So. Question number one. Question Nummer 1. Es ist spät, es herrscht ein wahres Hundewetter. Ihr alten Hause, als hier ein Kätzchen miaut hat. Es ist platschnass. Aber euch kann der Katzen ausstellen. Also, was macht ihr mit diesem Kätzchen? Ich frage jetzt auch, ob ich es zu Hause darf. Ich bringe es aus dem Regen ins Trockene. So. So, Question 2.
Ihr seid Diener des Königs, ihr geht mit dem König auf die Jagd. Aber ihr findet einfach kein Wild. Dann entdeckt ihr plötzlich einen Tiger in einer Falle im Wald. Der König ist ein Stück weiter weg. Ah, okay. Ich töte den Tiger und zeige ihm den König. Ich lasse ihn leben. Zeige ihn aber dem König. Ich befreie den Tiger und lasse ihn laufen. You are an explorer. You managed to overpower the cat, but it looks at you as if it wants to become your friend. Scheiße, jetzt habe ich das erste nicht gelesen. Es gelingt euch, die Katze zu überwältigen, aber dann sieht es euch an, als es Gefährten mit Reis. Ah, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Nein, was habe ich? Scheiße! And now to let the. I'm sorry, but you. I can't let you in to see him. If you really want to see him, have him. Okay. Jetzt ist die Frage, muss ich gut sein oder böse sein? Wir gehen. Ich muss jetzt nochmal. Ich probiere jetzt jedes einzelne Gespräch hier aus. Also, ich glaube, ich gucke jetzt mal. Sind die Fragen alle gleich? How's it? Ja, ja. Wir wollen den Test nochmal versuchen. Question. So. Okay, das ist. Es sind immer dieselben. Ich gehe jetzt. Ich mache jetzt mal das. So, Nummer 2 ist Dina. So, was macht ihr? Befreie den Tiger und lass ihn laufen. So, Nummer 3. Ihr seid ein Entdecker. Bei einer euren Reisen werdet ihr von einer Säbelzahnkatze angegriffen. Es gelingt euch, die Katze zu bewältigen, aber dann sieht es euch an, als ob sie eure Gefährtin sein und zusammen mit euch reisen wollte. Also, was macht ihr? So, jetzt gucken wir. Ich nehme die Katze mit auf meiner Reise. Ja, eigentlich ist das erste doch richtig. And now to let the cat out of the bag. I'm sorry, but you're not the kind of person. Also das heißt, alles Gute ist falsch? I can't let you. If you really want to see him, have another. Ernsthaft muss ich jetzt alles umbringen? Versuchen wir das jetzt. Ey, das ist ja echt schwierig hier, ne? How's it? Wir versuchen jetzt einfach mal alles, alles Negative nehmen. Also wenn das jetzt das. So, Stu, also hätte ich nichts gesehen. Man merkt auch nicht, ob irgendwas davon richtig ist, ne? Das ist so kacke. So. Wir töten den Tiger jetzt. Töten den Tiger und zeigen dem König. Lass ihn leben. Zeige ihn aber den König. So. Wir töten den Tiger jetzt. Und werden jetzt auch dieses Monster jetzt töten. Das ist jetzt wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Selbst ich lasse die Säbelzahn. Es ist alles das Negative. So, wir den Todesstoß. And now. Perfect. You've proved that you're the cat's whiskers. A real hip cat. Ernsthaft? Das Böseste vom Bösesten? You have permission to see Master Felix. You can go in. Krankes Mistvieh, ey. Alter, Mörder. Schänder. Alles ignorieren. Ey, das würde ich niemals machen. Okay, ich hab's versucht. Also tatsächlich, so wie mein Gedanke war, ist es tatsächlich so, dass wir das Übelste von Übelsten nehmen müssen.
Und der hat... Okay. Ach, guck mal. Hier sind Leos. Der arme Leo. Von Dragon Quest 6. Leo. Oder sind das Kinders Leo? Das sind die Kinder von Leo. Ich hoffe, ihr wisst noch, wen ich meine. I say, someone other than Tom for once. The old boy doesn't often let people in, you know. You've called me at a rather busy time, I'm afraid. I'll be with you in a jiffy. There. I think I'll take a breather for a while. Sorry to keep you waiting. So, you're an explorer, eh? I'm Felix. Well, well, Tom's really got an eye for people. Only lets decent chaps through, you know. Yes, you might just be able to assist me. There's a little undertaking I need some help with. Allow me to explain. It's an old chum of mine, you see. Gone and got himself lost, would you believe? Normally, I'd go and help the old bean out myself, of course. But as you can see, I've got a lot on me plate just at the mo. That's where you come in. I'd like you to go and give the old bean a bit of assistance. If you don't mind, that is. Well, what do you say? Will you help? Capital! Right, I'll tell you what you need to do then. Around these parts, there are four great saber cat statues. You might have seen one of them on your way over here. They all point to the same place. There's a strange tree there that's only visible at dawn. And that's precisely where the old chap is, you see? All I need you to do is go there and give him this. He's a clever old bean. Just give him that, and he'll know what to do. Once you've given it to him, come back and pay me a visit. I'll have a little token of appreciation for you. If you leave here and head up the hill, you'll get a view of a couple of the Saber Cat statues. It's worth taking a look before you go off exploring. Ah! Golly, I nearly forgot. I suppose you've never ridden a great saber cat before, eh? Well, this'll be a fine chance. Speak to Tom. He'll give you what you need. Give the old speed a bit of a boost, what? Tom will explain the rest. Ah, okay. Ja. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Silbzahnstatue gesehen. Aber gut, wir reden jetzt mit Tom und ich glaube, das ist das Item, was wir jetzt bekommen sollten. Und da steht er auch schon. Mit unserem Reittier. Ach, schön. Wasn't Master Felix inside? What? Master Felix asked you a favor? Ah, he must think you're the cat's pajamas if he gave you the go-ahead to ride on one of his great saber cats. Ah, great! I was right to let you in. I could tell you were a hip cat. Okay, so, are you ready to get on? That's it. No pain, no gain. Oh, yeah, looking smart, bro. Okay, let me tell you the basics about riding a great saber cat. When you're riding one of these cats,
You can go a lot quicker than you would on foot. But you can't go further. You can just go to all the same places faster. Some people get that wrong, so I wanted to explain. If you get off and accidentally lose your cat, come back and see me. I'll lend you a cat as many times as you like. That's it. You're ready to go. Good luck. Ja, aber wir kriegen noch ein spezielles Item, was uns natürlich noch hilft, dauerhaft ein Reittier zu bekommen. Dann können wir immer eins rufen. Aber das Item haben wir ja noch nicht. So. Ich bin jetzt hier, Chateau, warte mal. Jetzt brauche ich mal meine Karte. Chateau Felix Hügel. Ich bin gerade mal am Überlegen, wo sind wir denn jetzt? Er sagte irgendein Hügel. Wir müssen einfach mal in der Richtung. Boah, ist das geil! Ist das geil, ey. Ah, okay. Monster kommt trotzdem. Na egal, wir fliehen einfach mal. Sind wir jetzt trotzdem noch drauf oder sind wir jetzt schon runtergefallen? Nee, sollte eigentlich nicht, oder? Nee. Ah, es ist herrlich, nicht mehr zu rennen. Fürs Erste. Ey, das ist ja echt lahmarschig gewesen. Ja, boah. Endlich. Das Problem ist, wo ist denn bitte hier schön? Da ist die Statue. Er zeigt nach Osten. Kann er da rüberspringen? Natürlich nicht. Er zeigt nach Osten. Was ist denn im Osten? Ich komme gar nicht rüber. Ich muss einmal rumlaufen. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Also laut. Ja, gut. Südosten oder Ost-Süd. Einen von den beiden. Aber das ist so herrlich. Schade, dass er nicht darüber springen kann. So. Aber bevor ich das vergesse, Alchemiekessel. Da können wir das ja rausnehmen. So, nehme ich ein paar Häschenohren. Und dann schaue ich jetzt mal, was ich jetzt beherrschen kann. Moment. Dazu fehlt mir gerade noch die Sache, aber dann machen wir es was anderes. Achso, das habe ich jetzt verkauft, ne, ich Idiot. Ich brauche nämlich eine starke Arznei. Dann machen wir was anderes. Achso, Magisam habe ich auch nicht mehr. Doch, da. Und zwar das, Magisamen plus Weihwasser. Daraus bekomme ich was Nettes. So. Haben wir das schon mal. Wir müssen einmal komplett rum. Weil wir müssen irgendwie auf der anderen Seite kommen. Und das tun wir halt nur, wenn wir jetzt hier lang latschen.